Die C1-Zertifizierung für eure Mavic 3 ist wirklich kinderleicht. Einfach über euer Handy das Ganze beantragen in der App von DJI und dann kommt ja bei mir nach 3-4 Tagen ein kleines Umschlägchen mit den Aufklebern. Und zwar habt ihr genau 5 Aufkleber. 2, das sind diese hier, sind für die Verpackung. Ich habe jetzt hier die Mavic 3 Verpackung nicht, hier nur von der Mini 3 Pro. Das heißt, ihr müsst hier hinten, wo der CE-Aufkleber ist, also da, einfach diesen Aufkleber einmal rauf. Das war's. Und die V2-Version auch raufkleben. Auf die Box im Prinzip, auf eure Verpackung. Die Instruktionen dafür habt ihr in dem Umschlag mitbekommen. Wo kommt was raus? Und auf die Drohne kommen genau 3 Aufkleber. Einmal dieser hier, der kommt auf den Arm und zwar dort. Da wird die alte Kennung im Prinzip überklebt. Dann habt ihr hier einen Aufkleber, 83 Dezibel. Der kommt auf den linken Arm ungefähr in diese Höhe rauf. Also auch ganz simpel. Und die dritte Version, dazu müsst ihr den Akku rausnehmen. Und dann habt ihr hier unten in dem Bereich auch ja, CE und technische Daten und so weiter. Das müsst ihr überkleben mit diesem schwarzen Aufkleber. Und da ich unheimlich schlecht im Kleben bin, vielleicht frage ich Hanna mal, ob die das macht. Das ist mir gerade eingefallen, Hanna. Kannst du das bekleben? Okay, ja, doch. Soll ich das irgendwo hinzeigen? Sieht man das? So? Ja. Dann das lange kommt auf, wie auch immer man das nennt, auf den Flügel oder so. So, mal gucken, ob das hier klappt. Die Nummer 3 kommt einfach hier auf die Seite. Hier rauf. So, und das war's auch schon. Danke, Hanna. Bitte. Achso, mein Handy brauchst du das noch? Nein. Okay. Achso, nein. So. Ja, herzlichen Dank, Hanna. Ich mit meinen Wurstfingern hätte das nicht so gut hinbekommen. Also, wir haben an dem Arm hier, Flügel, sagte Hanna dazu. Ist nicht böse gemeint, Hanna. Dann hier beim Akku innen abgeklebt und hier auf der Seite die 83 Dezibel. Dann geht es ganz simpel weiter. Wie ihr schon vorher in der Fly-App die C1 Aufkleber angefordert habt, geht ihr jetzt wieder in eure App über Profil. Dann geht ihr auf Service und Support und dann seht ihr hier wieder das Schild C1 Klassifizierung und dort drückt ihr rauf. Und dann, ganz simpel, könnt ihr euch, das dauert jetzt, in dem Menübereich, er lädt gerade, dort die einzelnen Bilder, also ihr müsst von den 3 Bildern, von den 3 Aufklebern Fotos machen, also hier die 63 Dezibel, auf dem Arm und im Akkufach, Foto machen, hochladen, das war's. Dann wird das Ganze geprüft und schon ist eure Mavic 3 C1 zertifiziert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei diesem kurzen Video, wünsche euch eine super Woche. Tech for Fun.